Hallo und herzlich willkommen bei Praxis Camus. Ja, heute wollte ich nochmal auf die Frage eingehen, ob Zytokine die einzigen Auslöser dafür sind, dass es bei Covid-19-Patienten zu einer massiven Thrombozytose-Ausschüttung, also einer massiven Erhöhung der Thrombozytenzahlen kommt. Hintergrund ist, dass die Obduktionsergebnisse gezeigt haben bei Covid-19-Verstorbenen, dass man vermehrt Thrombosen, aber auch Embolien im Bereich der Lunge gefunden hat, die eigentlich für eine Lungenentzündung relativ untypisch sind. Um den Hintergrund vielleicht auch noch zu verstehen, sollte man erstmal wissen, was Zytokine sind. Zytokine sind Botenstoffe unseres Körpers bzw. unseres Immunsystems, die immer dann vermehrt ausgeschüttet werden, wenn massive Entzündungen im Körper stattfinden. Der bekannteste Botenstoff, das bekannteste Zytokin ist beispielsweise der Tumornekrosefaktor. Wenn diese Botenstoffe massiv den Körper überschwemmen, kommt es dann zu einer Reaktion dahingehend, dass massive Ausschüttungen von Thrombozyten stattfinden. Das wiederum hat dann zur Folge, dass diese vermehrten Thrombozyten sich verklumpen können, aus diesen Thrombozyten eine Thrombose entstehen kann, und wenn diese Thrombose sich löst, dann eine Embolie. Und diese Embolie kann dann, dieses gelöste Gerinnsel, kann dann ein Gefäß verstopfen und die Sauerstoffzufuhr ist nicht mehr gewährleistet und die Patienten versterben dann an einer Lungenembolie. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, bei dieser schweren Infektionserkrankung mit diesen massiven Entzündungsmarkern, spielt aber hier auch noch ein anderer Stoff eine ganz wichtige Rolle, und zwar das Eisen. Eisen wird bei schweren Entzündungen genauso verbraucht wie viele andere Stoffe. Nur haben wir bei dem Eisen ein ganz großes Problem. Dieses Eisen, wenn es verbraucht wird und wir in den Mangel, in den schweren Eisenferritinmangel rutschen, sorgt auch dafür, dass eine Thrombozytose ausgelöst wird, also auch eine Erhöhung der Thrombozytenzahl. Findet man immer sehr, sehr häufig bei Patienten mit schwerem Ferritinmangel, das heißt also einem massiven Transporteisenmangel, ist immer sehr auffällig, dass die Thrombozytenzahl auch massiv erhöht ist. Wenn wir jetzt überlegen, dass Zytokine zum einen eine Thrombozytose bewirken können und wir auf der anderen Seite einen Stoff haben, der dieser Entzündung entgegenwirken will, nämlich dem Eisen, und dieses verbraucht wird massivst und wir dadurch auch eine Thrombozytose erhalten, haben wir im Endeffekt durch diese Kombination eine deutlich höhere Komplikation. Jetzt kann man sich natürlich denken, gut, dann misst man doch einfach den Ferritinspiegel während dieser Entzündungsphase, also das Speichereisen, und dann würde man ja sehen, ob dieser Verbrauch auch wirklich da ist und könnte dementsprechend handeln. Das Problem ist aber, dass in einer akuten Entzündungsphase der Ferritinspiegel signifikant erhöht ist, weil es ja ausgeschüttet wird. Hierbei ist dann relevant, dass zum einen der sogenannte CRP-Wert, das heißt das C-reaktive Protein, mitgetestet wird, um eine Entzündung zu bestätigen. Und was natürlich im Covid-19-Fall dort ist. Und zum Zweiten, dann aber, um auch wirklich einen Eisenmangel festzustellen, dass Transferrin gemessen werden sollte. Wenn man sich jetzt überlegt, wir haben dann diesen schweren Ferritinmangel, man würde diesen Eisenmangel beheben, hätte man einen Risikofaktor für eine Thrombozytose schon heruntergefahren. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage in diesem Kontext, was mit Patienten, sogenannten Risikopatienten, der Fall ist. Hier erklärt es sich beispielsweise dadurch, Patienten ab 60, 70 aufwärts haben durchaus häufiger chronische Erkrankungen, auch chronisch entzündliche Erkrankungen, beispielsweise Hüftentzündungen, beispielsweise aber auch Darmerkrankungen, Darmentzündungen. Das heißt, sie haben von Haus aus schon eine erhöhte Zytokinzahl. Und das wiederum macht diese Patienten zum Risikopatienten. Also sollte man sich durchaus überlegen, in einem Fall einer Covid-19-Infektion gerne auch mal den Ferritinspiegel und da auch dann dabei den Transferrinspiegel testen zu lassen, um im Zweifel eine Komplikation, eine werdende Komplikation frühzeitig beheben zu können. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund.